Sehr geehrte Katja Reich, sehr geehrter Herr Wüst, sehr geehrte Damen und Herren und Freundinnen, sehr herzlich willkommen, bienvenue. Willkommen zu diesem neuen Salon Fotografie. Und ich freue mich besonders heute auf diesen Austausch. Denn es wird um das wunderbare, mit Recht hoch angesehene Werk von Herrn Wüst gehen. Ein Werk, das wir hoffentlich in seiner Vielschichtigkeit besprechen werden. Vielleicht werden wir heute Abend auch mehr über die Fotografie in der DDR erfahren. Und sicherlich wird es um die Wüst-Leporellos gehen, also um die selbst hergestellten Falltücher mit selbst eingeklebten Fotografien, die Herr Wüst in seinem Hinterzimmer zaubert. Die Leporellos sind so, wie sie vorgefunden wurden, also ohne eine einzige Änderung ausgestellt. Diese Leporellos wurden bisher nie gezeigt und die Collection Regard wird sich bemühen, dass sie in deutschen und internationalen Institutionen gezeigt werden, beziehungsweise sie dort unterzubringen, denn sie verfügen über einen sehr hohen künstlerischen Wert und sind, soweit ich es nachvollziehen kann, einzigartig, also unique. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank an Marc Babel, vielen Dank an Ulrich Wüst. Wir sitzen in der Ausstellung Index, Ulrich Wüst Index, die ja eigentlich diese drei Leporellos als Kernarbeiten zeigt. Die Besucherarbeit, die Stadtbilder, die vorne sind, und die Arbeiten Berlin-Mitte, die 95 bis 97 entstanden sind. Und außerdem habt ihr beide auch verschiedene Arbeiten aus den Werkgruppen Randlagen, Stadtbilder ausgesucht oder Porträts von Ulrich Bühner, die in den verschiedenen Räumen gezeigt werden. Wir werden jetzt einen Parcours machen, im Prinzip über das Werk von Ulrich Wüst. Wir werden ein bisschen durch die verschiedenen Fotoszenen, Strömungen der Fotografie in Ost-Berlin, in der DDR gehen. Ich habe natürlich auch den Katalog von Ulrich Dommenröse, der wunderbaren Ausstellung 2012 in der Berlinischen Galerie zur künstlerischen Fotografie in der DDR, gelesen und bin über das Zitat gestolpert: Als das graue Land immer mehr zerfiel, wurde die Fotografie-Szene in der DDR immer bunter. Und das habe ich erstmal gelesen, die Farbe kam in die Fotografie. Wir wissen, 1976, der Streit um die Farbfotografie, William Eggleston trat ins MoMA ein und Ulrich sagte, nein, wir hatten doch gar keine Farbfotografie, bis auf einige Ausnahmen, Rasmus Schröter und Jens Rötsch, das ist ganz anders gemeint. Und das will ich dir jetzt einfach mal zuspielen, den Ball. Als in den anderen Künsten nicht mehr allzu viel gemacht wurde oder nicht mehr viel Neues gemacht wurde, war irgendwie als Gegenströmung, lebte Fotografie auf. Fotografie, die dann bis dahin, also so in den 70er Jahren oder so, noch ziemlich rein vom Journalistischen her kam, erfuhr dann, also auch dadurch, dass die Leute in den Verband Bildender Künstler gingen oder so, dann wurde das aufgeweitet und es gab sozusagen rein künstlerische Strömungen. Und es war auch so, dass scheinbar die Meinung immer mehr herrschte, dass man mit Fotografie noch was sagen kann zum Land. Weil damals ging es ja auch sehr darum, also sich konkret auszudrücken zu den Verhältnissen, die herrschten. Das war ja auch noch nicht so vielfältig wie heute. Also da gab es noch eher einfache Feindbilder, worüber, und mit Fotografie ließ sich da viel erzählen. Ja. Das andere war alles irgendwie, da war das meiste gesagt. Und Fotografie hat irgendwie neuen Zugriff erlaubt, womit man noch neu ansetzen konnte. Natürlich gab es in den Anfangsjahren ein stärkeres Sendungsbewusstsein. Das lässt ja auch irgendwie biografisch nach. Und der Osten war ja auch eine gute Voraussetzung, gerade für Fotografie, weil man konnte sich verhalten zum Land und man konnte sich ausdrücken über Fotografie. Und es ist auch ein relativ diskretes Mittel, ist nicht wie Texte. Den Ärger hat es ja immer um Texte gegeben. Das Wort ist konkret. Das ist konkret und das wird bekämpft. Und Fotografie und gerade das, was ich gemacht habe, ich habe festgestellt, dass ich mit diesem einfachen Beschreiben, also wie ich es auch in diesen Stadtbildern gemacht habe, die da draußen sind, da konnte man mir nur sehr schwer an den Karren fahren. Aber
ich weiß, was auf den Bildern ist, und ich habe aber immer versucht, also, dass ich die Elemente auf den Bildern sehr diskret anordne. Also dass, wenn da irgendwo, was weiß ich, bei dieser Skulptur, da ist eben von der Fuß abgebrochen oder so, dann bin ich nicht da rangegangen und habe das groß ins Bild gesetzt, sondern das sollte ein Element in den Bildern sein, wie viele andere Elemente. Also so, dass man auch die Freiheit hat, die Bilder zu deuten, und dass das, was vordergründig erzählt wird, dass das nicht schreiend auch noch im Vordergrund ist. Also das war eigentlich die Idee, die ich verfolgt habe, also dass das sehr zurückgenommen ist und dass oft so Umschläge sind ins, wie du sagst, Skulpturale und auch oft ins Surreale oder so. Das sollte eigentlich aus dem Gegenstand herauskommen. Das wollte ich nicht aufpfropfen, sondern das sollte aus der Sache selbst herauskommen. Ja, jedenfalls waren bei mir, wie das so üblich war, auch viele Leute, und daraus ist diese Idee entstanden. Ich hatte einen Freund, kam, den habe ich zufällig fotografiert, ich glaube, weil er irgendwie so verkleidet war und eine Krawatte um hatte. Das war irgendwie ein scherzhafter Anlass. Und hinterher habe ich mir die Sachen angesehen und da ist das so entstanden. Dachte, warum mache ich das nicht öfters mal? Und daraus sind diese Bilder entstanden, die, und das muss ich dazu sagen, die Leute sind, alle, die da abgebildet sind, gekommen, weil sie mich besucht haben und weil so in dieser Mischung, was ja heute auch nicht groß anders ist, aus privatem Kennen und irgendwelcher Arbeit, dass man irgendwas zusammen gemacht hat. So kamen die alle und das ging meistens sehr schnell. Und die sind ja auch von ihrem Anspruch her, die wollen ja über die Reihe funktionieren. Deshalb sind die ja auch mit einer gewissen Absicht so passbildartig. Ja, das, der Zusammenhang ergibt sich für mich, also dass je mehr es wird, also irgendwann fand ich das dann auch bedrückend, oder so, diese ganzen unfröhlichen Gesichter. Und viel mehr war es nicht. Und es ist interessant, dass man die Bilder auch immer wieder neu bewertet. Also wie würde das heute aussehen und wie sehen Sie heute aus und so weiter. Und es sind keine Frauen. Ah ja. Da gibt es auch eine Geschichte dazu. Ja, ich wiederhole mich natürlich. Also, ich habe zu Anfang auch Frauen fotografiert und das war mir dann zu kompliziert. Es klingt gehässig, aber es war einfach so, weil so war es von mir nicht gemeint. Also dass die Idee war, dass da ganz unvermittelt was passiert. Deshalb sind auch verschiedene Leute da, die haben Jacken an oder Mäntel an, die sind gerade im Gehen sozusagen. Ich sage, auch bitte noch einen Augenblick. Ich hatte das alles eingerichtet, das war mit zweimal Knips, war das Licht an. Und so sollte das sein, das sollte aus dem Augenblick heraus sein. Und da sollte auch niemand vorher ins Bad rennen zum Spiegel und, oder sagen, wir machen das morgen, weil ich gesagt habe, morgen geht es nicht, das ist, du besuchst mich heute. Und das ist die Idee. Und als ich da dann das mehrfach erlebt hatte, dann ist das eben, ohne dass ich es so genannt habe, ein Männerprojekt. Es ging einfach nicht. Ich fand es auch rührend, dass ich hätte die Ausreden aufschreiben können, warum es an dem Tag nicht ging. Was ich ganz witzig finde, ist, dass diese, so wie es im Theater auch ist oder so, dass immer, wenn man irgendwas nicht kann, wenn da nur so eine Bühne ist, da muss man sich was einfallen lassen. Und diese Kleinbildkamera, diese starre Kamera, die hat ja die Komposition sehr stark beeinflusst. Und das sehe ich jetzt manchmal auf Bildern und sehe, ach, eigentlich ist das dadurch reizvoll. Also wenn ich die Kamera nicht hochhalten kann, weil dann alles diese berühmten stürzenden Linien hat, dann muss ich sozusagen ein bisschen Vordergrund erfinden, damit ich die Kamera niedriger halten kann, weil ich ansonsten auf jedem Bild so ein, ich weiß nicht, ob ich das so, ob das erklärbar ist, ja, weil ich ansonsten auf jedem Bild so einen Vordergrund habe, der als unsinnig sofort auffällt. Also muss ich irgendeine Komposition finden, dass also wirklich die Bildfläche sinnvoll gefüllt ist. Das ist eine Krücke. Aber diese Krücke hat viele witzige Sachen gebracht. Und später, als ich mit einer verstellbaren Kamera gearbeitet habe, habe ich das richtig als langweilig empfunden. Weil dann shiftet man, wenn man den Vordergrund immer wegschiftet, dann ist kompositorisch gar nicht mehr so viel zu leisten oder anderes eben. Du sagtest, oder ich weiß es ja auch, dass die Bulporellis für dich Arbeitsmittel, also sind Archiv.
Sie sind Arbeitsmittel, weil sie dir ja auch erlauben, auf kleinem Raum sehr viel nebeneinander zu sehen und zu vergleichen oder neue Bildpaare zu bilden. Und sie haben auch diesen ganz großen ästhetischen Eigenwert, wie du gesagt hast. Und das Interessante ist, sie sind eben erst sehr viel später entstanden, in den 2000er Jahren. Es ging schon sehr früh los, aber hat sich dann so in den 90ern und so richtig durchgesetzt. Ja, das hatte eben dann auch mit der Archivierung zu tun, dass ich festgestellt habe, dass das wirklich ein sinnvolles Arbeitsmittel ist. Ja, ich weiß, du kennst ja bei mir, ich habe so einen Stehtisch und drehe mich um, da sind die großen Regale und das ist mein schnellster Zugriff. Das ist also, wenn ich irgendeine Datierung brauche oder so, Eingriff und schlage auf und dann finde ich das negativ und so. Und das habe ich bisher mit noch nichts anderem so schnell geschafft. Also das ist das Praktische. Und das hat natürlich, das war 1980 noch nicht nötig. Da konnte ich mein Zeug noch überblicken. Aber das wird ja irgendwann viel. Und dadurch, durch diese Leporellos, habe ich einen schnellen Zugriff und einen Zugriff, der mir auch Spaß macht. Immer, also weil ich mir die selbst auch gern ansehe und ich merke immer wieder, die funktionieren und das ist sinnvoll. Ich habe also mich genau an die Bezirksgrenzen gehalten und dachte, das mache ich immer. Also ich versuche immer die Sachen genau zu nehmen. Also nicht, auch nicht schummeln, auch keine 10 Meter drüber oder so. Das ist irgendwie, das sollte man sich gegenüber machen, denke ich. Ja, so was ich immer so sehe, dass irgendwo noch was reingeschoben wird, passt zwar nicht ganz, aber wird passend gemacht, das finde ich nicht so toll. Ja, und ich hatte mich ja eigentlich immer mit Nachkriegssituationen beschäftigt und das war so ungefähr zum letzten Mal die Chance, nochmal also diesem Thema zu folgen, weil es war ja, also es wurde ab Anfang 90er Jahre geplant und über diese ganzen Planungsprozesse, das ging ja nicht gleich so heftig voran. Das war dann so 95, 96, 97 kam dann so richtig die Welle und da hatte ich eben die Chance, also viele Situationen in ihrer Ursprünglichkeit nochmal zu sehen und zu fotografieren. Und das war sehr reizvoll, weil das dann für mich auch so ein Abschluss war. Also dieser ganze lange Nachkrieg, wie ich es immer genannt habe, der ja im Osten dann so länger gewährt hat, weil die ja oft so große Schwierigkeiten hatten, mit ihrer Art zu bauen, in die Innenstädte zu gehen. Also da konnte ich ja sehr lange noch Nachkriegssituationen fotografieren und deshalb nochmal dieser letzte große Gang durch Berlin-Mitte, denn dann wurde es ja sehr heftig und alles, André Kirchner, der weiß darüber sehr gut Bescheid, dann ist alles anders geworden und heute ist eigentlich keine Situation mehr so, wie sie auf diesen Bildern ist. Also so gesehen war das sehr, sehr lohnend zu der Zeit, das nochmal zusammenzufassen. Mhm. Ich wollte vorhin nochmal, vielleicht kann ich das im Nachtrag noch machen, nochmal zu den Leporellos. Ein Reiz war für mich auch, diese Arbeit einzugehen, weil das macht viel Arbeit mit den Leporellos, also viel blödsinniger Arbeit, kann man sagen, dieses ganze Schnippeln und Kleben. Und das war auch sowas, den inneren Schweinehund zu besiegen. Also es ist eigentlich keine effektive Arbeit. Effektiv geht anders. Und dann habe ich es auch immer nur bei mir gehabt. Und das hat für mich, hat auf mich einen großen Reiz ausgeübt, einfach zu sagen, also ich mache jetzt nicht das, was unbedingt sofort funktioniert und was man überall hinhängen kann und womit man eine große Lorbeeren ernten kann, das mache ich für mich. Und das fand ich eben sehr schön. Und dann eben immer mit diesem, dass das einerseits Archiv ist und dann auch was einfach mir Spaß gemacht hat. Fragen? Ja, also Uli, ich sehe zum ersten Mal deine Leporellos und finde, dass die Ziehharmonika-Aufstellung diese Sichtweise von dir entspricht, dass du die Gebäude gerne über Eck auf Spitze stellst. Also hast du das irgendwie, war das in deinen Gedanken drin, dass diese Ziehharmonika-Ausstellung da ist und dass die Gebäude dadurch eigentlich noch mehr überstellt werden auf diese Eckstellung? Das ist das eine, was mir aufgefallen ist. Und das andere ist, du hast vorhin vom Seitenverhältnis gesprochen und von dem Vordergrund. Also hier hast du ja gnadenlos den Vordergrund weggeschnitten. Also bist du irgendwo bei 1:2 im Seitenverhältnis, würde ich mal sagen. Ja. Also hast eher so ein Panorama-Ding, also eher so eine erzählerische Linie aufgebaut, oder? Ja, das ist gut erkannt. Sind die aus dem Kleinbild geschnitten, die Dinger? Oder Das ist nicht. Der erste Teil der Frage, das ist gut, schön gedacht, aber
war nicht die Intention. Nee. Ja? Aber das wirkt ganz stark so, weil das die Ecken noch stärker auch so durch diese Stadt. Das ist ja jetzt nur eine Form des Ausstellens. Also erstens sieht es sehr gut aus und die haben das ganz hervorragend gemacht. Und zweitens ist, wenn es platt wäre, ist es auch, dann hat es überhaupt nichts mehr mit Buch zu tun. Dann ist es eine Wandzeitung. Aber das ist auch bei anderen Sachen, da sind der direkte Zusammenhang ist dann die Doppelseite. Also wie es konventionell im Buch ist. Und ich achte immer darauf, dass der Anschluss möglich ist. Ja, aber wenn man es völlig flach zieht, dann muss eine ganz andere Dramaturgie sein. Dann ist es keine Buchdramaturgie mehr. Und die bleibt aber über diese Winkel erhalten. Ja. Und das mit dem Flachschneiden, das ist ganz richtig gesehen. Deshalb habe ich es ja auch dieses Lesebuch genannt. Mhm. Weil wenn dieses 3:4 oder 2:3 irgendwie ein normales Seitenverhältnis, wenn ich das wegnehme und daraus dieses Art Panorama mache, dann werden die Bilder anders betrachtet, viel linearer. Man sieht die als Linie, als Reihe und vergleicht viel mehr. Und wenn ich ein quadratisches Bild habe oder 3:4, bin ich mehr im Einzelbild und irre mehr im Bild rum. Und das war auch diese Idee, dass daraus wirklich so ein Ablauf wird. Und deshalb dachte ich, Linie.